In diesem Video möchte ich dir die neuen Power AO Lenormand Karten in der Mini-Variante vorstellen. Das heißt, das Format ist diesmal kleiner gewählt. Sie sind gerade mal 4x6 cm, also nicht ganz, 3,9x5,9. Du siehst es hier an meiner Hand, sie sind wirklich sehr klein. Also eine Mini-Schachtel mit einem Mini-Kartendeck. Das heißt, wenn du unterwegs bist oder vielleicht auch nur einen kleinen Tisch für die Beratung hast, dann kannst du eben auch gerne dieses Mini-Deck nutzen. Hier jetzt wieder eher für die Fortgeschrittenen, denn es sind keine Deutungshilfen mit auf den Karten gedruckt. Ich zeige dir jetzt nochmal die Karten im Einzelnen. Ne? Hier, also du siehst es, die sind wirklich richtig süß. Huch, so. Ja, nochmal hier. Also, du siehst es ja auch neben dem Video nochmal eingeblendet, das Motiv, dass du es etwas besser erkennen kannst. Aber im Grunde genommen, so schauen die halt aus. Da unten steht immer der Name der Karte, hier oben ist die Nummer, so da. Und hier unten in der Ecke ist noch das Guard-Karten-Symbol. Und ein paar kleine Beschreibungskärtchen sind auch noch dabei. Und ansonsten auch immer meine Empfehlung natürlich in meinem Blog. Da sind Legesysteme zum Online-Ausprobieren und eben zum Kennenlernen von Kartenlegungen und dass du diese dann eben mit diesen Karten gerne nachlegen oder auch einfach mal ausprobieren kannst. Ich switch jetzt nochmal rüber auf meine PowerPoint-Folie, um dir dort auch nochmal alle Kartenmotive zeigen zu können. Denn hier immer im Video so rumfuchteln, um dir jedes Bild zu zeigen, ist dann doch ein bisschen mühsam. Deswegen einfach mal kurz rüber switchen. Bis gleich. Hier siehst du noch einmal in groß die Kartenrückseite. Diese ist so bedruckt, dass es bis an den äußeren Rand geht, das Motiv. Die Vorderseiten haben wieder den kleinen weißen Rand drumherum und eben auch unten noch als Texthilfe den Namen der Karte. Aber ansonsten sind weiter keine Texte drauf. Hier nun alle Kartenmotive aus dem Kartendeck. Es sind insgesamt wieder die 40 Kartenmotive, also die 36 klassischen Motive vom Reiter bis zum Kreuz. Dann meine vier Ergänzungskarten mit Bauch, Engelsflügel, Fabrik und Hand. Die siehst du ganz unten in der Reihe. Da auch nochmal die Kartenrückseite zu sehen. Und dann gibt es noch drei Tauschmotive. Du siehst es hier einmal oben, gibt es den Fuchs mit links und rechts. Da wähle einfach aus, welche Blickrichtung oder Laufrichtung des Fuchses dir lieber ist. Genauso bei Dame und Herr. Auch da sind jeweils zwei Karten drin. Einmal mit der Haarfarbe unterschiedlich und einmal mit der Blickrichtung eben auch anders. Das heißt, hier kannst du entweder entscheiden nach Geschmack, welche Frau oder welcher Mann dir vom Motiv her besser gefällt. Oder wenn du auf die Blickrichtung Acht gibst, dann such dir halt die Blickrichtung raus, die für dich die stimmigere ist. Und ja, wenn dir halt die Haarfarbe wichtig ist, dann könntest du auch daran entscheiden, welche der Karten du nimmst und welche du an die Seite legst. Und genauso ist es, wenn du für gleichgeschlechtliche Beratungen machst, dann könntest du zum Beispiel auch sagen, okay, ja, ich packe jetzt die beiden männlichen Karten raus und dafür sind beide weiblichen Karten drin. Umgekehrt natürlich geht das genauso. Mach das einfach so, wie es für dich passend ist. Du hast vier Hauptpersonenkarten drin, von denen in der Regel aber nur zwei im Deck verwendet werden. Die anderen zwei werden an die Seite gelegt. Und genauso eben auch beim Fuchs. Auch hier solltest du natürlich nur einen verwenden und den anderen eben auch als Reservekarte an die Seite legen. Ob du die vier Zusatzkarten nutzt oder nicht, das ist auch dir überlassen. Auf jeden Fall ist das Deck mit 40 Karten vollständig und kann so mit der 8er Tafel gelegt werden. Bei der 9er Tafel müsstest du halt noch eine 10. Spalte ergänzen. Ja, und wenn du nur mit den 36 Karten legst, dann ist es ja sowieso wie gehabt die 8er und die 9er Tafel möglich. Und für kleine Legungen ist es auch egal, ob du mit 36 oder mit 40 Karten arbeitest. Wenn du mehr über die Legesysteme wissen möchtest oder auch die große Tafel, kannst du natürlich auch gerne in meinem Blog kostenlos die Beiträge lesen, dir die Videos mit den Beispielen anschauen oder auch die Lernhilfen in meinem Online-Shop bestellen. Das Kartendeck gibt es bei angelina-schulze.com, halt im Online-Shop und ab 2023 wird es das höchstwahrscheinlich auch im Handel geben, aber jetzt 2022 erstmal exklusiv nur bei mir. Mehr Infos zur Lieferbarkeit, zum Preis und wo du es jetzt eben bestellen kannst mit dem Link, das füge ich alles in den Text hinein. Das heißt, solltest du das Video auf YouTube anschauen, schau einfach in die Videobeschreibung.
guckst du das Video in meinem Shop, ja, dann bist du sowieso schon an der richtigen Adresse. Und ja, solltest du den Post auf Facebook entdeckt haben, werde ich es auch dort natürlich in den Beschreibungstext packen. Also du solltest auf jeden Fall den Weg, denke ich mal, leicht in meinen Online-Shop finden. Ansonsten schreib dir den Link hier auch gerne ab. Angelina-Schulze.com, tipp das dann eben von Hand in deinen Browser ein und dann wirst du auch in meinem Shop sicherlich fündig werden. Und noch ein letzter Hinweis zur Eröffnungsphase. Das mache ich immer gerne, wenn es ein neues Produkt von mir gibt, habe ich mich entschieden, noch eine besondere Aktion zu machen. Auch das findest du im Beschreibungstext. Und von daher schau einfach mal, welche Aktion da noch bis zum 31.12.2022 läuft. Alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.